Hallo Schachfreunde, heute wieder eine Eröffnungsfalle. Diesmal habe ich mich für das Mora-Gambit entschieden. Mora entdeckte das nach ihm benannte Gambit-Spiel Ende des vergangenen Jahrhunderts. Die Theoriewerke, ja, die verhalten sich doch etwas reserviert gegenüber dem Mora-Gambit. Es gibt einige nette Bücher, die man sich reinziehen kann. Ist ganz okay. Eines der ersten Werke, das ist von Boleslawski. Er hat in seinem Buch Skandinavisch bis Sizilianisch ein ganzes Kapitel dem Mora-Gambit gewidmet. Die nun folgende Partie ist sehr interessant, da sie von Mora selbst analysiert wurde. Gespielt wurde sie 1955. Es war eine Fernpartie zwischen Tiliette und Giacomelli und es kam zu folgenden Zügen. E4, C5, Springer auf F3, Springer auf C6, D4, C schlägt D4 und jetzt der Zug C3. Und Schwarz nimmt den Bauern auf C3 direkt raus. Wir haben hier die Grundstellung des Mora-Gambits. Und sagen möchte ich hierzu, dass das Mora-Gambit für Weiß eine recht aktive Eröffnung ist. Man opfert einen Bauern für Entwicklung, für Angriff. Und Schwarz muss schon etwas aufpassen. Allerdings kann man mit Schwarz gegen das Mora-Gambit sehr, sehr gut spielen, wenn man die Theorie kennt, aber das muss man nicht, denn wenn jemand mit Weiß das Mora-Gambit spielt, dann können wir davon ausgehen, zumindest auf etwas höherem Level, dass er sich da auch schon recht gut auskennt. Nun ist es ja so in der sizilianischen Verteidigung, wenn wir das mit Schwarz spielen, dann müssen wir Unmengen an Varianten lernen und, wenn wir möchten, natürlich auch noch die ganzen Nebensysteme. Es gibt eine Variante, und zwar die Alapin-Variante, die wir als sizilianische Spieler sowieso lernen müssen, da kommen wir nicht drum herum. Und aus diesem Grund empfehle ich, wenn man keine Lust auf das Mora-Gambit hat, dass man in dieser Stellung einfach den Springer nach F6 zieht und damit direkt in die Alapin-Variante hineintransferiert. Die Variante, die wir als sizilianische Spieler sowieso lernen müssen. Also Weiß kann natürlich 20 Bücher, tausende von Partien im Mora-Gambit studiert haben, sich unglaublich gut auskennen, aber wenn Schwarz mit Springer F6 in die Alapin-Variante reingeht, hilft das alles nichts mehr. Dennoch, wie gesagt, Schwarz muss dem Gambit nicht ausweichen, aber wenn man zum Mannschaftskampf geht oder zum Turnierspiel und man ist noch etwas unausgeschlafen, dann sollte man sich dieses Mora-Gambit vielleicht dann doch nicht reinziehen. Es ist eine sehr scharfe Eröffnung, sehr taktisch geprägt, mit vielen Fallen und das sollte man nur mit wachen Augen spielen. Also wie gesagt, in der Partie hat es Schwarz angenommen, D schlägt C3, Weiß zieht nun den Springer nach C3, entwickelt eine Figur und schlägt natürlich auch damit den Bauern auf C3. Und jetzt antwortet Schwarz mit D6, Läufer auf C4 von Weiß, wieder ein Entwicklungszug. Schwarz zog hier nun E6, die Dame geht nach E2 und A6 von Schwarz gespielt. Und hier sollten einem schon die Alarmglocken läuten. Also wenn 6 von 7 Zügen in der Eröffnung Bauernzüge sind, deutet das darauf hin, dass etwas nicht stimmt. Und jetzt kann man sich natürlich fragen, warum zieht denn Schwarz hier so viele Bauernzüge? Ich kenne den Schwarzspieler nicht, also ich habe auch ein bisschen gegoogelt und habe eigentlich relativ wenig von ihm gefunden. Ich denke ganz einfach mal, er hat hier eine Fernschachpartie gespielt und ist ein eher unerfahrener Schachspieler. Und da stellt sich einem natürlich die Frage, warum ziehen gerade Anfänger so häufig irgendwelche Bauernzüge in der Eröffnung. Absolut langsame Züge. Wir gleiten damit ein bisschen von dem eigentlichen Thema Mora-Gambit ab, aber das sollte man auch mal benennen. Und zwar habe ich ein bisschen recherchiert, habe unter meinen Schülern auch mal gefragt, warum die eigentlich immer so Bauernzüge spielen in der Eröffnung. Und es gibt eine, ja, ich sag mal, eine schlechte Regel, die seit Jahrzehnten, wenn nicht gar seit Jahrhunderten, verbreitet wird. Und das heißt dann immer, ja, mein Opa hat gesagt, wenn du nicht weißt, was du ziehen sollst, dann zieh einfach einen Bauern. Das ist so eine Regel, die wirklich schlecht ist. Die Regel, die macht genau das Gegenteil von dem, was man im Schach eigentlich machen sollte. Und zwar gute Züge, Entwicklungszüge. Ein Bauernzug ist kein Entwicklungszug. Einen Bauernzug zu ziehen, wenn man nicht weiß, was man ziehen soll, dann ist das wirklich eines der schlechtesten Dinge, die man machen kann. Denn Bauernzüge kann man nicht zurücknehmen. Ein Bauernzug, der ausgeführt ist, verändert die Struktur der Stellung, verändert die Bauernstellung und man kann ihn nicht zurücknehmen. Es ist somit das Schlechteste, was man machen kann, einfach mal so eben einen Bauern ziehen. Also wenn ihr einen Opa hat und euer Opa hat euch mal gesagt, Mensch, wenn du nicht weißt, was du ziehen sollst, dann zieh einen Bauern, dann sagt ihm schöne Grüße von Topschach Benny, der hat gesagt, das ist Quatsch
Und ich denke, damit liege ich sehr richtig. Denn stellen wir uns einfach mal vor, wir haben zwei Anfänger am Brett und beide kennen die Regel, ja, ich weiß nicht, was ich ziehen soll und dann ziehe ich einfach mal einen Bauern. Wenn dann beide die Partie so beginnen, dann sieht die Partie irgendwann so aus. Das ist die Stellung, wenn man sich strikt an die Regel hält, ich habe keine Idee, was ich spielen soll, ich ziehe einfach einen Bauern. So, und spätestens in dieser Stellung muss sowohl Weiß als auch Schwarz sich Gedanken machen, welche Figur er zieht. Also, das kann nicht sein, dass man so Schach spielt, also bitte zieht niemals einen Bauern, wenn ihr nicht wisst, was ihr ziehen sollt. Schaut aufs Brett, schaut, welche Figur noch nicht entwickelt ist, prüft, ob euer König sicher ist, schaut auf jeden Fall nach, ob ihr Entwicklungsvorteil habt. Das sind die Dinge, die man prüfen sollte und aufgrund dessen sollte man seinen Zug auswählen und nicht aufgrund einer obskuren Regel, die irgendjemand mal, was weiß ich wann, erzählt hat, man soll einen Bauern ziehen, wenn man nicht weiß, was man ziehen soll. Wir gehen jetzt aber zurück zur eigentlichen Partie. Der letzte Zug, den Schwarz gezogen hat, war A6 und wie gesagt, das ist schon ein Alarmzeichen. Weiß steht kurz davor zu rochieren, hat hier 1, 2, 3 Figuren entwickelt. Ich nehme die Dame auch als Entwicklungszug auf, denn sie ist bereits im Spiel und wenn mal rochiert ist, dann sind die beiden Türme auch im Spiel. Weiß muss im Prinzip bloß noch den Läufer auf C1 entwickeln, hat die Entwicklung dann abgeschlossen, während Schwarz so ziemlich alles, was er im Waffenarsenal hat, noch hinten drin stehen hat. Also das ist absolut schlecht. In der Partie, da ging es nun weiter mit der kurzen Rochade von Weiß. Also Weiß macht alles richtig. Und Schwarz antwortete mit Läufer auf E7. Und das ist auch wieder so ein Zug, wo ich mir sage, so richtig aggressiv ist dieser Zug auch nicht. Ihr müsst euch bei jedem Zug, den ihr macht, müsst ihr euch überlegen, kann ich meinen Gegner damit ärgern? Oder ärgere ich meinen Gegner mit meinem nächsten Zug? So ein Zug wie Läufer auf E7, das ist wohl eher ein Nullzug. Weiß kann ganz normal seinen Plan fortsetzen, Weiterentwicklung betreiben, die halboffenen bzw. offenen Linien besetzen. Das sind die Pläne, die hier Weiß hat, während Schwarz ganz einfach mal den Läufer nach E7 setzt und Weiß sich darüber an für sich gar keine Gedanken machen muss. Aber gut, hat es auch schon etwas schwer, denn beide Bauern, die hier stehen auf der sechsten Reihe, verhindern eine ordentliche Entwicklung der Läufer. Also hier hat Schwarz schon, ich denke, ein paar Probleme. Weiß antwortete hier direkt mit Turm auf D1, besetzt die halboffene Linie. Und die schwarze Dame, die fühlt sich natürlich relativ unwohl auf so einer halboffenen Linie. Und Schwarz zog hier deshalb die Dame nach C7. Weiter ging es mit Läufer auf F4, Entwicklungszug. Wieder rennt die Dame in eine Diagonale rein diesmal. Der Bauer verhindert, dass die Dame direkt geschlagen werden kann. Aber Weiß hat hier druckvolles Spiel. Weiß hat das Zepter in der Hand. Weiß macht die richtigen Züge. Der Bauer, der ist nun doppelt angegriffen. Der kann auch nicht mal so eben einfach nach vorne ziehen. Denn dann würde Weiß natürlich einfach die Dame schlagen. Das geht so nicht. Und hier sehen wir schon, worauf es beim Mora Gambit ankommt. Beim Mora Gambit, da wollen wir Figuren ins Spiel bringen. Wir wollen aktiv spielen. Wir haben den eigenen König sicher und greifen direkt an. Wir nutzen praktisch die Linien, die wir geöffnet haben, in unserem Gambit-Spiel für unsere Figuren. Also Schnelligkeit im Mora Gambit ist ganz, ganz wichtig. Weiter ging es nun mit dem Springerzug nach E5. Und auf eine hübsche Falle macht hier Mora selbst aufmerksam, und zwar, wenn Schwarz hier Entwicklungszüge betreibt und den Springer nach F6 zieht, dann folgt Turm auf C1. Der Turm besetzt wunderbar die C-Linie und hier ist schon taktisch einiges in der Luft. Schwarz kann hier jetzt den Springer nach E5 ziehen, aber dann folgt ganz kraftvoll Läufer, schlägt E5, der Bauer nimmt zurück und jetzt ganz witzig, Springer auf B5. Das greift die Dame an, nimmt Schwarz diesen Springer einfach raus. Ich denke, Sie sehen es, dann folgt einfach Läufer, schlägt B5 mit Schach und die Dame ist dahin. Und wenn Schwarz diesen Springer nicht rausnimmt und meint einfach die Dame nach B6 ziehen zu können und dann ist alles in Ordnung, Pustekuchen, jetzt folgt trotzdem Springer auf C7 Schach und wenn die Dame nun den Springer nimmt, dann folgt Läufer auf B5 Schach und die Dame ist schon wieder Geschichte. Also
So viel zu der kleinen Taktik, die hier im Morrigan-Bit versteckt ist. Und genau auf solche Taktiken, da zielt das Morrigan-Bit ab. Es ist wirklich so, dass in dieser Stellung, wie gesagt, die Dame entweder auf B6 ziemlich oft steht oder auf C7 ziemlich oft steht. Sizilianische Spieler spielen die Dame ziemlich oft in vielen Varianten genau auf diese Felder. Und im Morrigan-Bit, wenn die C-Linie praktisch offen ist, dann kann das direkt zum Verhängnis werden. Also das Morrigan-Bit ist gespickt mit kleinen Raffinessen, spielt auf das schwarze Spiel hin und spielt direkt auf die normalen schwarzen Züge hin. Absolut nicht schlecht. Aber Schwarz, der hat hier nicht den Springer nach F6 gezogen, sondern den Springer nach E5. Und Weiß hat diesen Springer, der nun zweimal gezogen hat, die einzig entwickelte Figur von Schwarz, hat er einfach rausgenommen. Ganz klare Sache. Möglich ist auch, den Läufer nach B3 einfach zurückzuziehen. Das macht nichts kaputt. Auch hier steht, denke ich, Weiß ziemlich gut. Aber wie gesagt, Läufer schlägt E5, das ist konkreter. Der Bauer nimmt zurück. Und jetzt spielt Weiß ein sehr hübsches Opfer, das er weit vorausberechnet hat. Wie gesagt, das war ja eine Fernschachpartie. Einer von den beiden, und ich nehme an, es war Weiß, hat hier sich wirklich Mühe gegeben mit dem Berechnen von Varianten. Er hat hier den Läufer nach B5 gezogen und Schach gegeben. Eine wirklich kraftvolle und forcierte Idee. Schwarz hat nun den Läufer rausgenommen, der Springer nimmt zurück, greift die Dame an und die Dame zog nun nach A5. Dame auf B8, sieht schräg aus, ist auch nicht besser, wir schauen es uns kurz an. Dann folgt Turm A auf C1 und wir sehen, wie praktisch die beiden Türme direkt die Linien, die offenen Linien beherrschen. Eine absolut grandiose Stellung, die einfach nur Spaß macht, wenn man sie mit Weiß spielt. Hier ist eine Variante von Schwarz nun F6 zu ziehen, um den Bauern auf E5 zu festigen. Es könnte hier aber direkt weitergehen mit dem Turmzug nach C7. Turm auf A6. Jetzt schlägt der Springer ganz einfach auf E5 rein. F schlägt E5 und Dame H5 Schach. Was soll Schwarz dagegen tun? Er hat zwei Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit ist hier einfach den König zur Seite zu ziehen. Aber dann folgt Turm auf D8 Schach und Sie sehen es bestimmt, der Turm muss genommen werden und Dame F7 Matt. Das ist die eine Möglichkeit und die ist nicht so gut. Aber die andere mit G6 ist auch nicht besser. Hier nimmt Weiß einfach den Bauern auf E5 und nach Läufer F6 zum Beispiel kommt einfach Springer auf D6 mit Schach. Der Turm kann noch den Springer nehmen, aber nach Dame schlägt D6, ist die Partie sehr schnell vorbei. Es droht einfach alles. Also wir gehen zurück. Stattdessen kann hier Schwarz aber auch noch ganz nüchtern und mit Entwicklung den Springer nach F6 ziehen. Freut sich, kann vielleicht demnächst rochieren, aber Pustekuchen. Hier nimmt Weiß einfach den Läufer auf E7 raus, gibt das Schach und nach König schlägt E7, hängt die Dame auf B8. Also das funktioniert alles nicht. Wir gehen zurück. So viel zum Thema, ich ziehe meine Dame zurück nach B8. Das geht so nicht. In der Partie folgte aber Dame auf A5. Da steht die Dame sehr, sehr abseits. Immerhin, sie kann nicht so einfach angegriffen werden, sollte man denken. Aber Weiß will ja gegen den schwarzen König spielen. Und deswegen zog er nun Turm auf C1. Eine offene Linie, ja, die muss man besetzen mit einem Turm. Da steht der Turm richtig. F6 wurde nun gespielt von Schwarz und jetzt Turm auf C7. Das Spielchen kennen wir bereits. Dame auf A4 wurde noch gezogen, aber nach Dame auf D3 sieht man schon, hier wirkt alles in Richtung gegnerischer König. Der weiße König ist absolut sicher und hier sind so viele Figuren von Weiß im Angriff beteiligt, das kann nicht gut gehen. B6 wurde noch gezogen mit der Idee, den Läufer irgendwie noch auf die Diagonale zu bringen, aber das dauert alles zu lange, das hätte er früher machen müssen, er hätte seinen Läufern viel früher Raum geben sollen, viel früher in die Partie bringen müssen. B3, die Dame ist angegriffen und jetzt hat Schwarz relativ wenig Möglichkeiten, nimmt er nun den Bauern auf A2 raus, dann folgt vernichtend Dame auf D8 Schach. Und wenn Schwarz nun meint, die Dame einfach nehmen zu können, dann folgt Springer auf D6 mit Schach, der König hat noch ein Feld, geht auf F8. Und mit Turm auf F7
haben wir ein hübsches Matt auf dem Brett. Also die Dame ist tabu, die darf nicht genommen werden. Der König muss ziehen, hat nur ein Feld, zieht nach F7 und jetzt Springer auf D6 Schach. Wieder muss der König ziehen. Der Läufer kann den Springer natürlich nicht nehmen, denn er ist gefesselt. König auf G6, einziger Zug. Und jetzt geht es weiter mit einem Schach und zwar Dame auf E8 Schach. Schwarz würde gerne was dazwischen ziehen, aber weder Läufer noch Springer noch irgendeine andere Figur hat die Möglichkeit, hier sich dazwischen zu ziehen. Die schwarzen Figuren, die vielleicht eine Rolle spielen könnten in der Verteidigung, sind einfach zu weit weg. Der Turm, der Läufer und die Dame spielen praktisch in diesem Angriff keine Rolle. König H6 wurde gezogen, wohin auch sonst. Aber jetzt Springer auf F7 mit Schach. Wieder muss der König ziehen. Er geht nach G6. Er hat auch keine anderen Felder. Wo soll er auch hin? Jetzt nimmt Weiß auf E5 nochmals mit Schach den Bauern raus. König H6 und jetzt Matt in 1. Wer sieht's? Richtig, Springer auf G4 und Matt. Soweit kam es in der Partie nicht. Das ist bloß die Variante, die ich angeben wollte. Schwarz hat die Partie bereits nach dem Zug B3 aufgegeben. Also nach B3, ich denke, als Fernschachspieler kann man das hier alles, was forciert aufs Brett kommt, berechnen. Hätte man auch früher tun können, aber Schwarz ist hier direkt in den Angriff hineingelaufen, hat in der Eröffnung nichts gemacht, hat nur Bauernzüge gezogen, seine Figur nicht entwickelt, sein König war nicht sicher. Und wenn man das gepaart mit dem Morgambit aufs Brett bekommt, dann ist die Sache meistens für Schwarz sehr, sehr schnell vorbei. Schwarz hat hier sehr, sehr viele Fehler begangen. Zum einen hat er die Eröffnung sehr, sehr passiv gespielt. Und das darf man natürlich, wenn man das Morgambit annimmt, überhaupt nicht zulassen, dass man hier noch passiv spielt. Sechs Bauernzüge in der Eröffnung gemacht, das schreit ja förmlich danach, vernichte mich. Hier hat Schwarz sich praktisch selbst zerstört. So viel zu dieser Eröffnungsfalle zum Thema Morgambit. Eine tolle Eröffnung. Man könnte hier noch viele, viele weitere Partien zeigen, aber ich denke, diese nette kleine Partie reicht vollkommen aus, um Lust auf das Morgambit zu machen, zumindest mit den weißen Steinen. Wer, wie gesagt, keine Lust aufs Morgambit hat, wer die Taktik meiden möchte, wer verhindern will, in die Vorbereitung des Gegners reinzulaufen, dem empfehle ich an genau dieser Stelle nicht den Zug D schlägt C3, praktisch das Morgambit anzunehmen, sondern direkt den Springer auf F6 zu ziehen, in die Alapin-Variante zu gehen. Und hier sollte die Sache etwas ruhiger ablaufen. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal und tschüss.